Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute möchte ich gerne über Nein sagen und Abgrenzung sprechen. Ich habe eine Anfrage erhalten von einer Kursteilnehmerin und die hat gesagt, ihr Chef sagt ihr immer Schätzchen und sie könnte aus der Haut fahren. Einerseits, weil er das sagt, andererseits, weil sie findet, dass er so dominant ist. Wie geht das? Da geht es ja um etwas, bei dem sich diese Person gerne für sich einsetzen möchte und nicht weiß, wie. Also das Erste beim Nein sagen ist, dass dir klar wird, dass du diejenige Person bist, die getriggert ist. Ich finde es selbstverständlich auch, wenn ich das so von außen lese, finde ich auch, habe ich eine persönliche Meinung und finde, wow, das steht einem Chef nicht zu, einer Mitarbeitenden Schätzchen zu sagen. Das ist, da hält er die Grenze nicht ein von Respekt und Achtung und Arbeitsplatz. Oder? Es gibt Menschen, denen wäre das nicht so wichtig. Die würden vielleicht anders reagieren oder würden darauf reagieren und sagen, komm, hör auf oder so. Aber wenn ich das nicht kann, dann ist die Frage, was in mir ist eigentlich hier angesprochen und aktiviert? Und dann ist es im ersten Moment, ist es gut, wenn du nicht gleich reagierst und dich entweder zurückziehst oder in irgendeiner Form agierst, von der du nachher denkst, wow, nein, das hätte ich lieber nicht getan. Atme, wenn du aktiviert bist. Das ist das allererste. Atme und spüre die Füße auf dem Boden. Egal, ob du sitzt oder stehst, spüre die Füße auf dem Boden und atme. Weil ganz häufig, wenn wir aktiviert sind, atmen wir nicht mehr tief. Und das ist nicht sinnvoll, weil dann unser Körper nicht gut versorgt ist. Also atme. Und dann sei geduldig mit dir oder freundlich mit dir, wenn dir Geduld nicht so passt. Das kann ja sein. Ich finde Geduld auch nicht so super. Und dann ist die Frage, kann ich selbstfürsorgend sein mit mir und schauen für mich, was ist hier eigentlich angetriggert? Was ist hier aktiviert? Nimm die Bedürfnisliste, ich verlinke dir das da unten im Video. Nimm die Bedürfnisliste und schau mal, was ist denn da nicht erfüllt? Immer wenn wir angetriggert sind und so aktiviert sind, dass wir total wütend werden oder aus der Haut fahren könnten oder sprachlos werden oder Angst kriegen, das ist auch eine Variante. Dann ist es gut, wenn ich zuerst schaue, du kannst auch zuerst die Gefühle anschauen, diese Liste gibt es auch, welche Gefühle sind denn da aktiv? Und dann aber auch, welche Bedürfnisse sind nicht erfüllt? Wenn du aktiviert bist, dann sind Bedürfnisse nicht erfüllt. Und dann ist es gut, wenn du weißt, welche das sind. Bei mir wäre das Respekt. Achtung vor dem Zusammenarbeiten am Arbeitsplatz zum Beispiel. Ausfüllen der eigenen Rolle und nicht etwas so Privates mit reinnehmen. Das wäre bei mir so, aber vielleicht wäre das bei dir was anderes. Und dann ist es gut, wenn du rausfindest, was denn? Was ist denn hier das unerfüllte Bedürfnis? Oder vielleicht sind sogar zwei oder drei.
Respekt und Wertschätzung, das sind die beiden, die mir hier in den Sinn kommen. Und dann ist die Frage, wie grenzt du dich ab? Wie geht das? Du kommst nicht um ein Gespräch herum. Wenn du nichts sagst und es dir nicht anmerken lässt, dann weiß dein Chef nicht oder wer immer dann mit einem anderen Beispiel, einem ähnlichen Beispiel, da bei dir im Feld ist, dann weiß die Person nicht, dass du damit nicht einverstanden bist. Und bei dieser Person, die mir geschrieben hat, die hat geschrieben, ich lasse mir nichts anmerken, damit es nicht schlimmer wird. Also dass, damit da nicht noch mehr Ohnmacht entsteht. Damit da nicht noch mehr Unklarheit entsteht, wie man da reagieren könnte. Du kommst um ein Gespräch nicht herum. Und das bedeutet, du bereitest das total gut vor, je nachdem sogar mit Hilfe von jemandem. Das kann eine Freundin oder ein Freund sein oder das kann auch ein Coaching sein. Solche Sachen vorzubereiten, wenn man Befürchtungen hat, ist wirklich nützlich, weil dann weißt du, worum es geht bei dir. Und du weißt dann auch, was du sagen willst. Und kannst diesen Strang dessen, was du verfolgen willst, auch wirklich verfolgen. Wenn du da nicht gut vorbereitet bist, dann geht das nicht gut. Dann wirft es dich viel zu schnell aus der Bahn. Also hol dir je nachdem Hilfe. Das ist nützlich. Ich mache das ganz häufig mit Leuten, die schwierige Gespräche vor sich haben. Also Vorbereitung ist alles oder mal der erste Schritt. Und dann machst du einen Termin aus und verlangst ein Gespräch. Also du sagst zuerst nicht zwischen Tür und Angel, nicht im Vorbeiweg, sondern du gibst dem ein Gewicht, nämlich dieses Gewicht, das es auch hat. Du willst ein Gespräch. Ich nehme jetzt hier dieses Beispiel, das ich bekommen habe. Du gibst dem Gewicht und willst ein Gespräch mit deinem Chef. Und sagst, ich möchte gerne ein Gespräch, ungefähr eine halbe Stunde. Ich möchte gerne etwas ansprechen. Und wenn er fragt, was denn, dann kannst du sagen, ja eben, das möchte ich nicht jetzt ansprechen, das möchte ich gerne dann ansprechen, damit ich das wirklich ganz erzählen kann und nicht so zwischen Tür und Angel. Zwischen Tür und Angel Gespräche sind immer ganz schwierig und ganz häufig gibt es Missverständnisse, wenn man da etwas anspricht. Und ganz häufig ist es eskalierend, weil man einander nicht versteht oder beide sind so dran mit einem anderen Ziel und nicht ganz präsent. Und dann ist es einfach nicht nützlich, da etwas verhandeln zu wollen. Du möchtest also ein Gespräch. Und an diesem Gespräch sagst du, wie die Situation ist. Noch gar nicht eskaliert, ganz ruhig, ganz bei dir. Ich stelle immer wieder fest, wertfreie Beobachtung, ich stelle immer wieder fest, dass du mir oder sie mir Schätzchen sagen. Ich bin sehr irritiert oder ich werde ärgerlich im Geschäftszusammenhang. Ist es häufig günstig, wenn man sagt, irritiert oder befremdet oder das macht mich ärgerlich und die ganz starken Gefühle nicht so auf den Tisch gelegt werden. Dann werden auch deine Befürchtungen kleiner. Also. Deine Gefühle. Das irritiert mich. Für mich
gehört, das ist wieder eine wertfreie Beobachtung, da erzählst du von deinen Werten. Für mich gehört Schätzchen nicht in den Arbeitsbereich. Ich würde mir eine andere Wertschätzung wünschen. Das ist das Bedürfnis. Für mich ist es respektlos. Da kannst du noch dranhängen, auch wenn das für dich vielleicht anders ist. Für mich ist das respektlos und ich würde mir eine Wertschätzung wünschen, die nicht auf dieser privaten Ebene ist, sondern die mit meiner Arbeit zu tun hat und die selbstverständlich auch mit meinem persönlichen Auftreten zu tun hat, aber nicht mit diesem privaten Bereich. Wertfreie Beobachtung, Gefühl und Bedürfnis haben wir jetzt schon gesagt. Und dann, damit du den Ball quasi weitergibst und gleichzeitig eine Verbindung schaffst, fragst du, wie kommt das bei dir an? Und dann hörst du zu. Es kann ganz gut sein, dass er dich beschwichtigen will, dass er sagt, ja, das ist nicht so gemeint, sei nicht so kompliziert, das ist doch nicht so schlimm. Und dann hörst du zu, du hörst zu. Und dann sagst du ihm als Antwort, ich höre, dass du das nicht so schlimm findest. Also du sagst nochmal, was du gehört hast. Das ist immer günstig, weil die andere Person dann auch hört, dass du sie gehört hast, einerseits. Und andererseits hört die andere Person dann auch, was sie gesagt hat. Je nachdem ist das gar nicht so bewusst. Und wenn es irgendwelche Missverständnisse gibt, dann kann man das auch nochmal klären so. Also ich höre, du findest das nicht so schlimm oder du findest, ich sei kompliziert. Und dann kannst du schauen, was hast du denn für ein Gefühl? Da kann sein, wieder dieses irritiert sein oder es kann sein, befremdet. Oder es kann sein, dass du traurig bist. Das bedrückt mich. Das ist für mich total schwierig. So. Und dann kannst du dranbleiben. Dann kannst du sagen, ich möchte gerne, dass diese Art von Privatheit hier am Arbeitsplatz nicht mir entgegengebracht wird und auf mich gelegt wird. Und dann kannst du fragen, kannst du das verstehen? Und wenn er sagt, nein, ich nehme jetzt den schlimmsten aller Fälle, wenn er sagt, nein, dann ist die Frage, ob du sagen kannst, ich möchte das trotzdem, dass du das respektierst. Das hat für mich sehr viel mit Arbeitsatmosphäre, miteinander respektieren und genügend Distanz auch lassen zu tun. Und ich möchte gerne, dass du das respektierst. Und dann kommt wieder die Bitte, Achtung, kannst du darauf eingehen? Und dann hörst du wieder zu. Also du bleibst dran. Weil dann merkt dein Chef auch, dass es dir wirklich wichtig ist. Und dass du dich da nicht einfach so kleinreden lässt. Ich sage es jetzt mal so. Ganz wichtig ist, dass du weiteratmest und dass du nicht eskalierst. Das ist seine Geschichte, die hat mit dir in einem gewissen Sinne überhaupt nichts zu tun. Und es ist einfach gut, wenn du weißt, was der Trigger ist. Und wenn du das weiterverfolgst. Probier's. Es lohnt sich. Weil
wenn du das hier probierst, dann kannst du das auch bei nächsten unangenehmen Situationen und kannst dort klar und wertschätzend sein. Eventuell sogar empathisch, wer weiß. Aber klar und wertschätzend auf jeden Fall. Das hilft dir in jedem Fall, wenn du da den Mut aufbringst, das vorzubereiten und dann dieses Gespräch zu führen. Probier es aus. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.